Hallo aus Heidelberg. Bei einer großen Baustelle muss man ja einiges beachten. Und ich spreche darüber jetzt mit Oberbauleiter Roman Kreutmeier von Süblin Timber. Und Sie sind ja, Sie haben ja viele Bauprojekte. Eins davon ist das hier in Heidelberg. Das ist, sind ne, 4 Geschosse, 3 Bauabschnitte, mehr als oder fast 50 Wohneinheiten sollen hier entstehen. Und was würden Sie jetzt so spontan sagen, was ist hier so die größte Herausforderung für Sie und Ihr Team? Genau, wir haben hier mehrere Bauabschnitte, haben knapp 50 Wohneinheiten. Und wie Sie es schon neben sich sehen, wir haben hier den Fokus auf das Material Holz gelegt. Und die Idee ist, möglichst alles mit Holzverbindungsmitteln herzustellen, was zur Konsequenz hat, dass man wenige Möglichkeiten hat, Toleranzen aufzunehmen. Und da muss man sich eben im Voraus ein Konzept überlegen, damit es dann funktioniert. Früher beim Fachwerk war ja auch alles so aus Holz. Ne? Das war so ursprünglich die Idee. Und dann hat man wahrscheinlich gedacht, mit anderen Sachen geht es besser. Aber jetzt ist so, würden Sie sagen, ist schon ein Trend, dass man sagt, dass man geht wieder zurück zu komplett Holz, oder ist das schon jetzt eine Besonderheit? Der Trend geht sicher wieder mehr zu Holz. Es ist eine Nachhaltigkeitsfrage auch. Wir haben einen sehr hohen Vorfertigungsgrad und so weiter. Aber ich denke, es wird mehr in die Richtung gehen, alle Baustoffe möglichst effizient einzusetzen, um überall die Vorteile zu nutzen. Und so wie wir es jetzt hier haben, ist es wahrscheinlich auf absehbare Zeit schon ein besonderes Objekt. Ja, und wir durften heute ja den ganzen Tag bei der Baustelle dabei sein. Jetzt haben wir schon reinfliegende Wände gesehen, die vor 2 Tagen noch in der Halle in Eichach bei Ihnen gefertigt worden sind. Und vielleicht mögen Sie erklären, so was wird da alles vorgefertigt und wie läuft das bei Ihnen ab? Wir haben 2 Produktionslinien. Die eine macht das Brettsperrholz. Da kommen dann eben die aussteifenden Wandelemente her, wie man es hier sieht, oder auch die Decken über uns. Und dann haben wir noch die 2. Linie, in der werden die Holzrahmenbau, also die Wandelemente vorgefertigt. Das sind die Gebäudetrennwände im Hintergrund und die Außenwände. Und die Außenwände fertigen wir inklusive der Fassade, den Fenstern vor, sodass wir innen nur noch die Luftdichtigkeit herstellen müssen und noch die Innenbeplankung machen, also die sichtbare Oberfläche, und dadurch einen sehr rasanten Baufortschritt erreichen können. Und rasant ist ja tatsächlich jede Woche ein neues Stockwerk, das ist ja schon Wahnsinn. Und trotzdem muss das Wetter mitspielen und heute haben wir tolles Wetter. Sie haben gesagt, vorher, wenn es jetzt mehr geregnet hätte, hätte man nicht unbedingt die Wände aufstellen können. Dann hätte das Team halt was anderes machen müssen. Wie schwierig ist so diese zeitliche Koordination, weil man schon ein bisschen von den Außenbedingungen abhängig ist? Das stimmt. Wenn es stark regnet oder wenn da stark der Wind geht, dann macht es weniger Sinn zu montieren oder ist mit Schäden zu rechnen. Dann verlagert man die Tätigkeiten eher auf Sachen, die man im Nachgang erledigen kann, wie noch einen luftdichten Anschluss herstellen und so weiter. Man muss sich im Vorhinein genau überlegen, was man schaffen möchte jede Woche, und eben auch einen kleinen Puffer mit einplanen. Morgen hat der LKW eine Panne, übermorgen regnet es. Es ist jeden Tag was los auf so einer Baustelle. Aber dann, wenn man dann ein bisschen ein Gefühl dafür hat, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Und es ist halt ein Miteinander. Jeder muss seinen Teil dazu aktiv beitragen. Und dann klappt es aber auch gut. Und heute hat ja alles super geklappt. 7 kam der erste LKW, 8 der nächste. Da war er schon weg und alles abgeladen. Läuft das immer so gut? Oder wie schaffen Sie das? Oder wie stellen Sie sicher, dass das so reibungslos klappt? Die Logistik ist, umso größer das Bauvorhaben wird und umso wie man es jetzt hier hat, umso schneller der Montagefortschritt ist, umso besser muss das alles getaktet sein, sodass das, was wir brauchen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dann auf dem LKW noch oben drauf liegt und nicht unten drin ist. Und dann kriegen wir das eigentlich mit einem gut durchdachten Montagekonzept, das ist eigentlich das A und O, darauf dann aufbauend der Bauzeitenplan, eigentlich ganz gut in den Griff.
Ja, und Sie haben ja hier auch einen Bauleiter, den Christoph Heinrich. Genau. Da sieht man ja, der läuft auch immer umher, ist meistens am Telefon und jeder spricht ihn an und ruft ihn zu und fragt ihm noch schnell was. Das ist quasi, man braucht einen Bauleiter und das ist normal, dass man immer genau. wieder spontan reagieren muss. Genau, der Christoph ist die meiste Zeit hier vor Ort als Bauleiter und hat da hier sein Büro und hat dann die Sachen im Blick, was gerade passiert und kann dann aktiv gegensteuern, wenn er merkt, wir brauchen mehr Material, wir brauchen weniger oder irgendwo zwickt es. Der Christoph ist eigentlich der das im Griff hat hier, genau. Und das Schöne hier ist, hier wurde ja viel vorgefertigt, das heißt, man muss ja gar nicht mehr so viel machen, natürlich nachträglich die Kabel und so weiter abdichten. Ich komme manchmal auf Baustellen, da heißt so, oh ja, das wäre ja schon toll gewesen, eine vorgefertigte Lösung zu haben, aber jetzt können wir es ja auch nicht mehr bestellen. Das passiert bei Ihnen nicht, weil Sie einfach sehr lange im Vorfeld planen, bevor Sie anfangen, oder? Ja, der Trend geht dazu, dass man, und das war auch hier ganz klar die Aufgabenstellung, und das ist auch unser Ziel, möglichst hohe Vorfertigungsgrad zu erreichen. Es ist jetzt Januar, wir sind im Winter und haben durch diesen hohen Vorfertigungsgrad, der uns auch es ermöglicht, immer eine gleichbleibende Qualität zu liefern, auch wenn es mal Schlechtwetter ist, haben wir die Möglichkeit, relativ schnell hier zu bauen und haben dann schnell das Dach drauf und sind dann wieder unabhängig von Wettereinflüssen etc. Genau. Ja, und Winter ist ja nicht so immer so beliebt als Baustelle, nicht nur, weil es sehr, sehr kalt ist, sondern auch wegen der Baufeuchte, also Winterbaustellen. Was haben Sie, also wie beugen Sie vor, dass keine Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt? Wie anfangs erwähnt, bei einem Starkregen oder bei ganz schlechtem Wetter, dann setzen wir aus mit der Montage, damit wir eben keine Feuchtigkeit in die Wände oder in die Holzbauteile reinbekommen oder die Dämmung durchnässt. Und wenn es die Witterung zulässt, dann montieren wir wieder eben. Zudem haben wir jetzt hier in diesem Fall, man sieht es unter uns, die blaue Solitex Satirobahn aufgetragen, die, wenn es regnet, dass die Feuchtigkeit ableitet, sodass wir keine Tropfsteinhülle hier haben. Okay, und hier ist ja auch das Besondere, hier ist diese sichtbaren Deckenelemente oder sichtbares Holz, das ist jetzt auch so ein Trend, dass man alles sehen möchte. Das heißt, man darf gar nicht, also es darf gar keine Feuchtigkeit eindringen, weil das sieht man einfach spät und es sieht einfach schlecht aus. Genau, und deswegen wird die Bahn schon im Werk aufgetragen, sodass wir auf der Vorort nur noch die Stöße verkleben, von Decke zu Decke und dann ist es gut. Und Sie arbeiten ja bei Zyplin Timber, weil Sie Holzbau lieben. Ne? Wir haben ja auch heute den ganzen Tag alle vom Team hier haben gesagt, wow, das riecht hier so gut, das riecht einfach toll und macht Spaß, hier den ganzen Tag zu sein. Es fühlt sich gesund an. Was hat Sie so motiviert, mit dem Werkstoff Holz zu bauen? Ich hatte damals meine Lehre als Zimmerer begonnen. Das war mein Start in den beruflichen Werdegang. Und wenn man mal mit dem Werkstoff Holz zu tun hat und das ist eine Leidenschaft und da ist man, wenn man damit voll dabei ist, dann möchten wir auch nichts anderes mehr machen. Und so ist dann eben eins zum anderen gekommen und vom Holz bin ich nicht mehr losgekommen. Ja, und jetzt sind Sie da und es ist ja wirklich ein Wahnsinn, ein Renommee-Projekt auch. Und wenn Sie jetzt haben wir, sind glaube ich jetzt im zweiten Bauabschnitt. Der zweite Bauabschnitt wird quasi vermutlich nächste Woche fertiggestellt. Genau, nächste Woche, also wir schaffen pro Woche ein Geschoss und werden diese Woche wieder ein Geschoss fertigstellen, obwohl es jetzt Winter ist und werden dann aller Voraussicht nach nächste Woche wieder im Dach angekommen sein beim Bauabschnitt 2, genau. Und sind Sie überrascht, weil Sie kommen, jetzt sind ja nicht jeden Tag hier auf der Baustelle, sondern nur ab und zu, weil Ihr Kollege meinte, manchmal hatte das Gefühl, es geht hier gar nichts vorwärts und dann kommt jemand von außen und meint, wow, da ist ja wieder was vorangegangen. Wie ist es für Sie, jedes Mal hierher zu kommen, das anzuschauen? Ja, also wenn man tagtäglich da ist, dann sieht man es manchmal gar nicht mehr so. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, aber wenn man nicht tagtäglich hier ist, so wie es mir geht, dann ist es natürlich schon toll zu sehen, wenn man wieder kommt. Und es stehen wieder zwei Geschosse mehr. Ja, auf jeden Fall. Und was würden Sie sagen, was fasziniert Sie an diesem Bauprojekt am meisten? Vielleicht das, was Sie auch am Anfang gesagt haben, so, dass alles so auf Holz gedacht ist? Oder weil es ist ja auch nicht, also Sie machen ja viele Bauprojekte, aber nicht jedes ist gleich. Und das mit den Holzverbindungen ist ja auch besonders hier. Ja, also die Konsequenz ausschließlich auf Holzverbindungen zu setzen,
Hatten wir am Anfang schon ein bisschen gegrübelt, funktioniert das alles, kommen wir da überall zurecht. Die Bauteile kommen aus unterschiedlichen Produktionslinien hinter dir. Die Stütze kommt woanders her, wie die Wand, aus einer anderen Maschine abgebunden. Und das muss alles zusammenpassen und das tut es jetzt auch. Und da hat man natürlich am Anfang immer, da ist man am Grübeln, geht das so, geht das nicht. Aber wir sehen jetzt, dass es wunderbar zusammenpasst und das in Kombination mit dem schnellen Baufortschritt und der hohen Vorfertigung ist natürlich toll. Okay, dann auf jeden Fall vielen Dank und wir haben ganz viele Fotos gemacht, gefilmt und Interviews geführt und die findet ihr natürlich alle dann in unserem Blog. Danke fürs Zuschauen, bleibt auf dem Laufenden und abonniert unseren Newsletter proklima.de/news. Und abonniert unseren Kanal.